Hallo, meine lieben Seelen und schön, dass du da bist. Ich begrüße euch recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal Himmlische Kinder, Engel Christiane und Engel William. Ich bin Christiane und ich bin einer von insgesamt 6 Erdenengeln in Menschengestalt, die von Gott Vater auf die Erde abgesandt wurden, um hier auf YouTube für ihn sein Wort zu verkünden. Meine Aufgabe ist es, die anderen 4 Erdenengel, aber auch die Menschen, auf dem Weg zu Gottvater zu begleiten und zu unterstützen und so zurück in den göttlichen Ursprung, nämlich das wahrhaftige Sein, zurückzuführen. Dieser Weg ist steinig und schwer, denn dieser Weg erfordert sehr viel Arbeit an sich selbst, sehr viel ehrliche Selbstreflexion, sehr viel Bewältigung von Ängsten, Zweifeln, Unsicherheiten, Herausforderungen, Prüfungen, viel Vertrauen zu Gott Vater und die Opferbereitschaft eines jeden einzelnen Menschen und einer jeden einzelnen Seele, die euch von Gott Vater auf diesem Weg auferlegt werden. Das alles tut ihr für euch selbst, für euer eigenes Seelenheil, denn all das ist von jedem einzelnen Menschen erforderlich, der in das Paradies, bei Menschen auch bekannt als das ewige Leben, Einlass bekommen möchte. Diesen Einlass bekommt man von Gott Vater nicht geschenkt, sondern diesen Einlass muss man sich im wahrsten Sinne des Wortes erst verdienen. Ich bin auch spirituelle Heilerin, Kartenlegerin sowie auch Persönlichkeits- und Bewusstseinsmentorin und wer möchte, kann sich auf diesem Weg hier von mir oder auch von Erzengel Heike mit Reiki, mit einer persönlichen Kartenlegung oder auch einem persönlichen Coaching unterstützen lassen, wodurch man in seiner persönlichen Entwicklung viel schneller vorankommt und damit auch in der vollständigen Heilung sehr viel schneller ankommt. Ihr findet unter jedem Video von mir meine Kontaktdaten. Also meine E-Mail-Adresse, meine Homepage sowie auch den Link zum Kanal von Erzengel Heike und auch meine verwendeten Kartendecks. Wenn du rechts neben dem Videotitel oder unterhalb des Videonamens auf das kleine Wörtchen mehr klickst, dann geht die Infobox auf. Und darin findest du alles. Du findest hier auf diesem Kanal kostenlose Podcasts, die Erzengel Heike gemeinsam mit Gottvater erstellt und erarbeitet hat. Und an dieser Stelle rate ich jedem Einzelnen in seinem eigenen Interesse dringend an, sich all diese Podcasts auch anzuschauen, sie ernst zu nehmen und dann auch umzusetzen. Des Weiteren findet nun auch bei mir jede Woche ein Livestream statt. Der läuft ab nächste Woche, jeden Mittwoch ab 20 Uhr. Aber in dieser Woche wird dieser Livestream am Freitag stattfinden. Das habe ich auch schon auf diesem Kanal unter Community gepostet, dass diese Woche Freitag, das ist glaube ich der 26. Januar, ein Livestream erstmalig von mir gestartet wird. Und dann zukünftig jede Woche mittwochs ab 20 Uhr und diesen Freitag auch ab 20 Uhr. Und in diesem Livestream könnt ihr mir kostenlos Fragen stellen hinsichtlich deiner Entwicklung.
deiner aktuell anstehenden Themen. Aber ihr könnt auch Fragen stellen in Bezug auf Gott Vater. Diese Fragen werde ich dir in diesem Livestream kostenlos beantworten. Und solltest du mir eine Frage bezüglich Gott Vater stellen, die in dem Augenblick meinen Kenntnis- und Wissensstand übersteigt, werde ich dir deine Frage im Anschluss an den Livestream ebenfalls kostenlos beantworten, sofern ich von dir dann deine E-Mail-Adresse oder deine WhatsApp-Nummer zur Verfügung habe, dann kann ich das durchführen. Ansonsten erhältst du die Antworten eben beim nächsten Livestream. Du findest auf diesem Kanal auch kostenlose Kollektivlegungen über die Zwillingsseelenverbindung. Doch eine kollektive Legung ersetzt niemals eine persönliche Legung, weil in einer persönlichen Legung deine Energie und deine Themen eingefangen werden. Des Weiteren erhältst du in einer persönlichen Legung zusätzliche Botschaften von Gott Vater für dich, die du in einer kollektiven Legung nicht erhalten kannst und auch nicht erhalten wirst. So, das ist zwar meine Begrüßung und nun kommen wir zum eigentlichen Video. Und hier geht es heute um das Thema, wie du dich von verletzten Gefühlen befreien kannst. Gefühle gehen von selbst nicht einfach weg. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Natürlich kann man seine Gefühle hier und da mal verdrängen. Und das ist auch in Ordnung, denn man muss ja im Alltag funktionieren. Zum Beispiel bei der Arbeit, im Studium oder Ähnlichem. Und für diese Zeit ist es dann völlig in Ordnung, wenn man seine Gefühle beiseite schiebt. Doch wenn man das dauerhaft tut und über eine gewisse Zeit hinaus, dann stauen sich diese verletzten Gefühle einfach an. Und es ist völlig unerheblich, um welche verletzten Gefühle es sich dabei handelt. Ob es Wut, Traurigkeit, Schmerz oder was auch immer ist. Wenn man das extrem betreibt, also wirklich über Jahre hinweg, dann zeigt sich das durch den Körper. Der Mensch entwickelt körperliche Symptome bis hin zu richtigen Erkrankungen, weil die Seele um Hilfe schreit. Die Seele, die verletzten Gefühle wollen gesehen, angeschaut, zugelassen, angenommen und gelebt werden, um dadurch Heilung zu finden und aufgelöst zu werden. Es gibt drei Wege, um sich von verletzten Gefühlen zu befreien. Die Faustregel dafür ist, Gefühle wollen gefühlt werden. Also nur, wenn der Mensch einen Zugang zu seinen Gefühlen findet und nur, wenn der Mensch lernt, diese Gefühle auch zuzulassen, werden diese Gefühle auch gleichzeitig verarbeitet. Und somit wird man dann auch davon befreit. Danach fühlt der Mensch sich in seinem Inneren friedvoll und ruhig. Und der Körper schaltet vom Stressmodus wieder in den Entspannungsmodus. Und alles in einem ist wieder, also in einem selbst, ist wieder harmonischer, relaxter und entspannter. Der erste Weg, ein wirksamer Weg, um an diese verletzten Gefühle zu kommen, ist die geführte Meditation. Denn es ist sehr wichtig, dass eine geführte Meditation, denn es ist sehr wichtig, dass es eine geführte Meditation ist.
Also nicht eine Meditation, wo du selbst einfach nur die Augen schließt und eine Musik im Hintergrund laufen hast, sondern wirklich eine Meditation, wo du durch eine sanfte Stimme durch diesen Meditationsprozess geführt wirst. Warum ist das wichtig? Weil es bei einer geführten Meditation um ein Vielfaches leichter ist, an diese verletzten Gefühle hinzukommen. Später, wenn du darin geübt bist, an diese verletzten Gefühle hinzukommen, dann brauchst du keine geführte Meditation mehr. Gerade wenn es noch neu ist oder man gern die eigenen Gefühle verdrängt oder sich lieber ablenkt, hat der Mensch einfach große Ängste, da hinzuschauen und hinzuspüren. Und da ist eine geführte Meditation sehr wichtig und sehr hilfreich, weil du genau dort hingeführt wirst. Es gibt hier auf YouTube zahlreiche Meditationen, die dir dabei helfen können und werden. Und ich kann hier mit bestem Gewissen die Meditationen Ohrinsel oder auch von Mojodi empfehlen. Such dir eine Meditation aus, die zu deinem Thema passt. Also geht es bei dir um Wut, dann suche dir eine Meditation über Wut. Geht es um Traurigkeit oder Depression, dann such dir eine Meditation über dieses Thema. Geht es um Selbstzweifel, dann such dir eine Meditation über die Selbstliebe. Wenn du Angst hast, wählst du eine Meditation über Angst. Es gibt auch Meditationen, wo es um das Loslassen allgemein geht. Ohrinsel bietet wirklich zu jedem Thema wunderschöne Meditationen kostenlos an und ich kann dir diesen Kanal nur wärmstens empfehlen. Durch diese geführten Meditationen kommst du wirklich mal zur Ruhe und legst deinen Fokus mal auf dich und deine Innenwelt. Sei auch nicht ungeduldig mit dir und hab auch keinen Erwartungsdruck, dass gleich beim ersten Mal was passieren muss und dass du gleich was fühlen musst, sondern versuch dich einfach fallen zu lassen, ohne darüber nachzudenken und irgendwann werden dann schon die ersten Ergebnisse sichtbar bzw. fühlbar werden. Vielleicht siehst du auch Bilder, dann ist auch das völlig in Ordnung. Lass dich einfach treiben und nimm an, was geschieht. Wenn dir dann zu weinen zumute ist, dann weine auch. Falls Meditationen weniger was für dich sind, dann hilft dir vielleicht der zweite Weg. Oder vielleicht möchtest du mehrere Wege nehmen. Ein weiterer Weg, Zugang zu deinen Emotionen zu bekommen, ist über den Körper. Wenn du Stretching-Übungen oder Dehnübungen machst, vor allem in den Körperbereichen, wo du einen Druck spürst. Meist ist das die Brust oder Verspannung in den Schultern oder auch unten in der Hüfte. Es reichen dafür leichte Stretching- oder Dehnübungen, und 10 Minuten sind dafür schon völlig ausreichend. Nimm all die Regionen, wo du Verspannungen oder sogar Schmerzen verspürst. Überall da im Körper, wo es sich für dich eng anfühlt, wo du kein angenehmes Gefühl hast, da solltest du die Übungen durchführen. Setz dir hier aber keine körperliche Leistung,
Also du musst dich jetzt nicht so stretchen und dehnen, dass du danach wieder vollkommen entspannt bist. Nein. Denn hinter diesen Verspannungen sitzen ja in Wahrheit versteckte Emotionen, die man festhält. Festhalten ist das Gegenteil von Zulassen. Dadurch kämpft man dagegen an und verdrängt diese Gefühle. Dann kommt es im Körper zu Verspannungen. Um diese Verspannungen dann zu lösen, bedarf es ganz viel Sanftmut, Liebe und Geduld. Zwing dich also nicht, sondern geh ohne Druck und ohne Erwartungshaltung an die Sache ran. Geh mit Ruhe und mit sanfter Entspannungsmusik vor. Und du wirst sehen, du wirst fokussierter werden, ruhiger werden und runterkommen. Ein weiterer Weg ist es, über seine Gefühle zu sprechen. Es ist manchmal sehr hilfreich, wenn man über Erlebtes und die damit verbundenen Gefühle mit jemandem spricht oder wo man auch über die aktuelle Situation, die einen aufregt oder hilflos fühlen lässt, spricht. Dass man das nicht mit sich selbst alleine ausmacht und das nicht in sich hineinfrisst, sondern sich dafür wirklich eine Person sucht, der man vertraut und mit der man dann darüber spricht, was gerade in einem vorgeht oder was einen gerade bewegt. Es ist auch wichtig, dass du dieser Person dann auch klar mitteilst, dass du keine Tipps oder Ratschläge von ihr möchtest, sondern einfach nur, dass sie dir jetzt gerade zuhört und für dich da ist und dich vielleicht auch das eine oder andere Mal dann in den Arm nimmt, sofern die danach ist. Dies dient dazu, dass du dir einfach mal alles von der Seele reden kannst. Dass sich jemand Zeit für dich nimmt und für dich da ist. Es ist dann auch völlig in Ordnung, wie du dann gerade bist mit all deinen Gefühlen. Und wenn man sich bei einer Person wohl und gut aufgehoben fühlt, dann kommen bei einem solchen Gespräch auch die Emotionen an die Oberfläche. Es ist dann auch völlig in Ordnung, wenn man dann weinen muss. Dafür muss man sich nicht schämen und schon gar nicht verstecken. Allein kommt man meistens nicht an diese Gefühle ran, weil sie meist auch aus der Kindheit stammen. Diese tiefen verletzten Wunden. Hat der Mensch wahnsinnig Angst davor, diese Gefühle zu fühlen, weil man in der Kindheit schon so Angst davor hatte und sie da schon verdrängt hat. Und das ist der Mechanismus des Menschen, den er im Erwachsenenalter dann auch noch an den Tag legt. Darum ist es meistens allein ganz schwer, dort Zugang zu bekommen. Daher such dir jemand, mit dem du vertrauensvoll reden kannst. Du allein entscheidest, wer diese Person ist. Wichtig ist nur, dass du dieser Person auch wirklich vertrauen kannst. Ja, ich bin nun am Ende mit dieser Botschaft von Gott Vater und ich möchte von mir aus noch dazu sagen, dass ich in diesem Sinne euch wünsche, das heißt all diejenigen, die es betrifft, die den für
die Heilung, die ja hier stattfinden muss, notwendigen Zugang zu euren Gefühlen sucht, dann auch die Meditation, noch besser die Person findet, denen ihr vertrauen könnt. Und falls ich diese Person sein kann, so wendet euch bitte gerne an mich. Und ihr wisst ja, wo meine Kontaktdaten hinterlegt sind. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe und Gute für euren Weg, für euren jetzt ganz wichtigen Weg für die Heilung. Alles Liebe von mir und bis zum nächsten Mal. Tschüss.